Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir möchten Sie herzlich begrüßen zu einem neuen Podcast des Seniorenbeirates der Stadt Neuwied im Rahmen der Neuwieder Gespräche. Wir, das sind bei diesem Podcast Andreas Fischer vom offenen Kanal und ich, Hans Poredda vom Seniorenbeirat. Das heutige Thema lautet: Neuwieder Bürger erzählen aus ihrem langen Leben. Wir haben zwei Mitbürger der Stadt gefunden, die uns aus ihrem Leben erzählen wollen. Frau Glabach und Herr Petri. Eine Bemerkung vorab: Mit dieser Folge sind wir erstmalig aus dem Studio zu den Menschen gegangen. Deshalb gibt es einige Hintergrundgeräusche. Fangen wir an mit Frau Glabach. Frau Glabach, wir freuen uns und sind sehr dankbar, dass Sie Ihre Erinnerungen mit uns teilen möchten. Am besten stellen Sie sich selber kurz vor. Ich heiße Edith Glabach, bin eine geborene Kurz aus Saltwied und eine bekannte Altwiederin in unserem Dorf. Und ja, was ist noch mehr zu sagen? Gut, vielleicht möchten Sie was sagen zu Ihrem Vater bzw. Ihrer Mutter, was Sie gemacht haben. Mein Vater war Landwirt, meine Mutter hatte keinen Beruf, die war Hausfrau. Wie das früher so war. Mein Vater hat dann nebenbei noch gehodert. Wie heißt er noch? Unser Schütze. Gehodert. Na, ist egal. Und ja, das ist Hausfrau. Gehodert, das war ein Fuhrmann, der für Privatleute Fuhrwerk betrieben haben. Gut, Kartoffelpflanzen, Getreidesäen, Getreide ernten, so. Dreschen und sowas. Das war gehautert, ja. Ja, gut, schön, ja, prima. In dem Fall waren die gehautert, Frieden, wenn die im Herbst, im Winter Stämme geschleppt haben. Auch. Im Wald. Also wie gesagt, ich bin in dem Dorf aufgewachsen, sehr glücklich als kleines Kind, weil es eine schöne Gemeinschaft damals alles noch war. Die Kinder vom ganzen Dorf haben miteinander gespielt und nicht scheiterte Freundschaften und nichts mehr. Ja, ich bin 1934 geboren, bin oder habe das Glück gehabt, so alt zu werden. Ja, habe die Volksschule in Altwied besucht, was damals üblich war, mehr gab es ja nicht. Und habe dann anschließend die Handelsschule hier in Neuwied, die zweijährige, besucht und anschließend eine kaufmännische Lehre bei der Firma Böse absolviert. Und da habe ich auch mein Arbeitsleben lang mein Geld verdient. Bis zur Rente hin. Schade, dass es die heute nicht mehr gibt. Aber es war eine schöne Zeit. Und die Frau Glabach, woher kennen Sie beide sich? Wir waren zusammen in der Schule. Wir sind gleichaltrig. Wir kennen uns von Mutterleibern. Nebeneinander gewohnt. Ja. Genau, der Zweite Weltkrieg. Können Sie sich da erinnern, während des Zweiten Weltkriegs an besondere Vorkommnisse? Ja, da gab es vieles. Merkwürdigerweise, also das hatte ich immer im Kopf. Ich war doch damals als 5 Jahre alt. Kannst du dich erinnern, Friedhelm? An der Burg, Bauershaus. Ja. Da kam einer, die Jüngsten von denen gelaufen und hat gerufen, es ist Krieg. Kam Sondermeldung, es ist Krieg. Und ich dachte, das wäre was Wunderschönes. Und bin zu meiner Mutter gelaufen und da habe ich gesagt, Mama, es ist Krieg, kann man Sondermelden. Und da fing die zu weinen an. Wir hatten auch ein Quartier, das hatte jeder, der ein Zimmer frei hatte, bekam Soldaten. Und die sind übrigens beide gefallen. Und mein Vater, der sollte zum Militär und wurde reklamiert, nannte man das damals. In die Firma und dann ist er nach Düsseldorf gekommen, in die Rüstungsindustrie, nach Güterich. Und das war grausam. Die sind ja bombardiert worden.
Ja, manchmal 2 Tage im Keller gekommen und wussten nicht, ob wir wieder rauskamen. Und der hat uns aber, der war ja so, der hat uns von Düsseldorf aus, hat er uns versorgt. Ich wusste, wenn der wieder nach Düsseldorf fuhr, mit dem Karren, musste ich mitgehen, damit ich den Karren nach Hause ziehen konnte. Und dann hat er Äpfel und Kartoffeln und alles. Und auch dafür hat er uns Brot gebracht und Butter und so Naturalien. Und zu Weihnachten, in dem Kriegsland, da direkt nach Weihnachten, da hat er mir, da im Krieg, da waren wir doch ganz schön, also dass ich das gerade lesen konnte, da hat er mir ein Buch geschenkt. Lüdenscherb-Geschichten. Also das weißt du glücklich. Und das Jahr darauf, da war es, ging sich ein bisschen besser, da wusste er, da hat in der Nachbarschaft jemand eine Zither, so eine, so eine große, und der war gefallen. Und dann hat er gegen den Huhn die Zither eingetauscht. Mhm. Wie sah das aus mit der Ernährung? Hatten Sie genug zu essen gehabt oder gab ja, es... Wir waren ja der Petri, genauso wie ich, wir waren der Selbstversorger. Also im Krieg, da gab es ja auf Karten und ich weiß auch nicht, sind wir immer wieder runtergekommen. Mhm. Und dann haben wir mit einer Zürich-Ziege einfach erst einmal mit Hühnern angefangen. Ja, da immer. Dann hatten wir Kaninchen, dann hatten wir eine Ziege, dann hatten wir 2 Ziegen, dann hatten wir ein Schaf. Mhm. Im Krieg gab es ja auch Bombenangriffe, Luftangriffe in Neuwied, beziehungsweise Neuwied betreffen, zum Beispiel in Irlich. Ja, Neuwied wurde ja während des Krieges viel bombardiert. Da waren noch ganze Ecken von der Stadt, lagen in Trümmern. Bomben in Neuwied, heute Stadtteil von Neuwied, sind damals 2 gefallen. Da waren nach meiner Meinung irgendwelche Notabwürfe, die stattgefunden haben, aber da wurden auch einige Häuser zerstört und es gab auch einige Tote. Ja. Mhm. Im Übrigen hat Altwied nachher mehr unter dem Artilleriebeschuss gelitten. Mhm. Das war am Ende des Krieges, das war 1945 im Frühjahr. Ne? Mhm. Ja. Ja. Da wurden also einige Häuser zerstört, es gab einige Tote im Dorf. Mhm. Und also hinten im Dorf war viel zerstört, bitte. Hinten im Dorf war viel zerstört. Da war viel zerstört, ja. 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 Viele Häuser kaputt. Und auch Tote? Gab auch Tote, ja. Da gab es einen Fall, da schlug eine Granate ein, ganz in eurer Nähe. Ich stand an der Haustür. Vor Hellers Haus. Ja, ich stand an der Haustür und wir unterhielten uns mit dem Jungen, der hat uns jetzt noch ausgeschlagen. Paul Dieter. Er war so 16 Jahre alt. Und da kam eine Granate und traf den und dann schrie er um Hilfe. Gegenüber dem Keller, neben dem Keller, kam seine Mutter raus. Ein Soldat, der auf verbunden Urlaub war, der Kutscher. Mhm. Und dann kam die 2. Granate und die war tot. Und dann haben sie den Diener zu uns gelegt, oben in den Raum. Und dann hat er eine gute Woche gebraucht, bis er krepiert war. Und dann hat er geschrien, das höre ich jetzt nachts noch. Oh, wir haben uns nämlich tot, oh, wir haben uns nämlich tot. Mhm. Und wir hatten aufgenommen noch Verwandte. Die waren beide Apothekerinnen und die eine war mit einem Arzt verheiratet. Und der hat im letzten Urlaub gesagt, diese Leute, der Krieg kommt zu euch. Ich habe mir etwas abgesandt, das gebe ich dir, aber gehe sparsamer mit um. Und dann hatte die ja, wenn es ganz schlimm war, hat so ein bisschen geschwitzt. Aber sie hatte ja nicht viel. Das war das Krieg. Ja, die Wirklichkeit des Krieges, ne? Ja. Erzähl mal von der
Mine da oben. Wovon? Von der Mine. Ja, das war nach dem Krieg. Als ja, der Krieg fast zu Ende war, haben ja auf dem Rückzug die deutschen Soldaten so gut wie nichts mehr gehabt, zu essen und zu trinken und so weiter. Aber Pulver, um alle Brücken zu sprengen, im eigenen Land, ich betone nochmal, im eigenen Land, das hatten sie noch. Jede Brücke, die befahren werden konnte, jeder Fußgängersteg, der auch nur begangen werden konnte, wurde zerstört. Unter anderem gab es diese Panzerminen, die wurden in die Straßen eingegraben. Wenn der Panzer drüber fuhr, explodierten die, zerrissen die Ketten und er kam nicht mehr weiter. Eine solche Mine wurde abseits geworfen, ganz in der Nähe, wo wir groß geworden sind. Ich habe die auch gesehen, da liegen. Und in dem Frühjahr, was das war, wussten wir natürlich nicht, das war so ein Vierkantstück. Ja. Waren die Mädchen und die Jungs, die gingen dann im Frühjahr Falschen pflügen. So. Haben auch dieses Ding gesehen, da liegen, und gingen dann da dran spielen und die explodierte. Wie viele waren da tot? Zwei. Und einige noch schwer verletzt. Ne? So, das waren alles so Sachen im Nachhinein, nach dem Krieg. Aber auch während des Krieges, wenn ich an die Luftangriffe denke, da kamen die Engländer, waren das meistens, die kamen in ganzen Bomberverbänden angeflogen, nachts. Das war so bedrohlich, das Geräusch. Ja. Das Geräusch war so bedrohlich. Ja. Und dann hatten die, wir haben gesagt, die stellen so Weihnachtsbäume. Das waren irgendwelche Glühvorrichtungen, die die gezündet haben. Da war der Tag hell. Und dann konnten die genau sehen, wo sie ihre Bomben abwerfen konnten. Und das war auch, auch furchtbar. Aber das war Krieg. Das war Krieg. Das ist Krieg. Bei uns in der Nachbarschaft, da haben die Leute gesagt, die Amis kommen. Waren zwei Soldaten, Deutsche, die waren noch da. Und wir gehen in den Stollen hinterm Haus. Gehen Sie mit. Da haben die Soldaten gesagt, wir sind so müde, wir ergeben uns, wir bleiben hier sitzen. Alle zurückkamen, saßen immer noch da, aber jeden hatte noch einen Kopf. Mhm. Das war ja auch gegen die Kämpfer. Mhm. Ja. Das ist Krieg. Die Gestapo, da dort die geheime Staatspolizei stationieren. Da gab es zwei Gasthäuser, die hatten die beschlagnahmt und da waren die stationiert. Die hatten auch Gefangene da und unterhalb von der Burg, Burgmantel, da standen ein paar Baracken, da haben die Leute drin gewohnt und die mussten Bunker bauen. Das heißt, unter dem Burgfeld war eine ein Bunker gesprengt worden. Der ist aber nicht mehr fertiggestellt worden, weil dann der Krieg zu Ende war. Und da waren wir dann als Altwiederbürger während des Artilleriebeschusses untergebracht. Hatten wir also Glück, dass wir so eine Stelle hatten. Das war aber mit dem Granatbeschuss. Das vergesse ich das wieder. Also ich musste immer um 8 Uhr auf den Stuhl steigen und dem Radio hören. Dann kam, hier ist Radio Luxemburg, ein Sender der Vereinten Nationen an der Grenze Deutschlands. Ne? Aber das war es nicht. In dem Moment schlug die erste Granate in Altwied ein. Die Amis bombardierten Altwied nicht. Die, wenn die zu kurz schossen, das wieder, dann sagen die es da. Und dann kamen die Soldaten und sagten, ach Gott, das Dorf ist Schutt und Asche. Und da war ja das, mein großelterliches Haus, das war so auch in der Obergasse am Felsen gebaut. Mhm. Also hinten am Kühlschrank, der war im Felsen noch. Und der Keller auch zum Teil. Und im Wohnzimmer, da war ein Stück Felsen, da haben sie Zeitportung gemacht.
Und da war meine Tante mit den Kindern. Und die waren dann gut, kommen ja von raus. Wir haben die dann rausgeholt. Und ich vergesse nie, wir sind allein. Da stand der Küchentisch noch, das war ja schon an. Und da saß ein Hund drauf. Und das war meine Erinnerung daran. Kriegsende. Ja, genau. Kriegsende. Sie hatten das schon angesprochen gehabt. Sie waren so etwa 10 Jahre alt, 10, 11 Jahre alt. Ich bin 34 geworden. Ja. Auch. Ja. Wie sah das denn aus zum Beispiel mit der Versorgung nach Kriegsende? Gab es genügend zu essen? Sie sagten gerade schon so Selbstversorger. Aber hat das dann auch wieder geklappt? Oder ein anderer Punkt, gab es Flüchtlinge in Ihrem Dorf? Wurden die aufgenommen? Kriegsheimkehrer, die zurückkamen von der Front? Die gab es auch, ja. Aber die meisten waren in Gefangenschaft. Die kamen erst sehr viel später. Mhm. Ja. Aber die Versorgung mit Essen und Dingen, die war sehr schlecht. Während des Krieges gab es ja diese Marken, auf denen man einkaufen konnte. Mhm. Das waren so gedruckte Marken, die im Laden mit der Schere abgeschnitten wurden. Und dann hieß es, auf die Nummer sowieso gibt es Mehl, auf die Nummer sowieso gibt es Hülsenfrüchte oder was es so gab. Das war aber wenig. Man muss anstehen, lange Schlange stand. Und wir hier auf dem Land hatten den großen Vorteil, dass viele eigenes Feld hatten und Grundnahrungsmittel. Wie die Kartoffeln oder Getreide, das wurde dann selbst gezogen und dadurch war der Hunger nicht so groß. Mhm. Aber die Leute aus den Städten, die die Möglichkeit nicht hatten, die gingen über Land und haben versucht zu tauschen, dass sie bei den Bauern dann kriegten, die dann selber hatten, dann wurden bis hin zu Teppichen vertauscht und so weiter. Und ein sehr beliebtes Tauschmittel waren die Dosen zum Einwecken, diese Weißblechdosen. Weil wir hier die Firma Aubach hatten, die aus Weißblech, was aus Andernach kam, von Rasselstein, Dosen machten und Deckel dafür. Und da haben die Leute auf dem Land ihre Sachen natürlich einwecken können. Ne? Und so wurde dann der Tauschhandel gefördert. Bei Einwecken fällt es mir ein, wir hatten ja das Schaf und dann wollten die Franzosen uns das reparieren. Und dann ist mein Vater nachts mit dem Schaf nach Welsbach zu seiner Schwester und hat das geschlachtet und das Fleisch auch in Dosen gemacht. Und am ersten Heiligabend, meine Mutter war krank, die lag im Bett und mein Vater und ich, wir haben gegessen. Und dann sagt mein Vater, meinst du, wir hätten alles so guten Satz zu essen? Und wir hatten Brot und das furztrockene Schaffleisch aus der Dose. Mm. Und machen wir wären kalter. Das ist interessant. Schön. Können Sie sich an Ihr erstes Weihnachtsfest nach Kriegsende erinnern? Gab es da was Besonderes vielleicht, weil es das erste Mal wieder im Frieden war? Alles ist nicht. Das war die arme Zeit noch. Ich kann mich schon noch daran erinnern. Aber das war ein, ich sag mal, ein armes Weihnachten, weil man ja noch nicht kaufen konnte, was man brauchte. Die Geschäfte hatten noch nichts, das war die Zeit noch vor der Währungsreform. Die Währungsreform von der R-Mark zur D-Mark, die war ja 1948, wenn ich mich richtig erinnere. Und als die D-Mark nachher da war, da war wieder alles in den Geschäften zu kaufen. Aber vorher, also vom Kriegsende, Frühjahr 1945 bis zu der Währungsreform, wann war der Juli oder Juli 1948? Mhm. Das war eine ganz andere Zeit. Da gab es noch nicht viel. Mhm. Ja. Ja. Ich habe, das ist vielleicht noch erwähnenswert, ich habe in der Zeit als Schüler hier von Alfied aus in Segendorf Englischunterricht gekriegt. Das war also eine alte, pensionierte Lehrerin, die war damals über 70, vielleicht war sie auch schon 80,
eine alte Frau, die war krank, die hatte so einen anderen Magenausgang, lebte ganz alleine in einer Mietwohnung und hatte nichts zu reißen und zu beißen. Und die hat Englischunterricht erhalten, und zwar nicht für Geld, sondern für Naturalien. Naturalien aus dem Garten, Kartoffeln, Gemüse, Möhren und was so zum Essen da. Und damit hat die Frau überlebt. Die hat also Schüler wie mich von Alfried gehabt, die hat Leute aus Segendorf gehabt, also eine ganze Menge. Die hatte am Küchentisch sitzen und hat Englisch unterrichtet. Und dadurch hat die überhaupt leben können. So arm war die Zeit. Ja, sehr interessant. Ja. Dann kamen so die 50er Jahre, Anfang 50er Jahre. Dann waren Sie ja so 15, 16. Wie ging das dann weiter für Sie? Also Sie kamen dann aus der Schule, haben dann eine Ausbildung begonnen, Beruf, Freundschaften. Also wir haben ja eine Einklasse in der Volksschule mit 75 Kindern. Und das hat dann nur, das ist dann nur so die Hauptfächer, die saßen bei uns. Treffen und so. Und dann kam ich zu die Prüfung zu der Handelsschule. Und da wurde gefragt, die Nebenflüsse von der Quelle bis zur Mündung und irgendein Wasserweg in Norddeutschland muss ich ja passen. Und dann hast du mir gesagt, ich bin durchgefahren. Und also am nächsten Tag, am übernächsten Tag, wir da waren und du siehst den Namen und dann durchgefahren, bestanden. Dann können Sie mal die Scheune hören. Das ist ja. Und dann, und dann kam Edith Kurz bestanden. Ich stand schön mal ordentlich. Da war das Rechnen und Aufsatz und das alles so gut, dass das, so wollte ich damit nur sagen, das haben die fertig gebracht, die Lehrer. Und jetzt kommen sie zur Schule, da war es zum Teil, können wir noch lesen. Schön. Ja, und dann gab es dann auch wieder so ein aufblühendes Leben, gab es Feste, zum Beispiel Kirmes, sowas, ne? Das erste Tanzveranstaltungen, vielleicht, ich sag mal, erstes Verliebtsein und so, diese Dinge. Das blühte wieder auf, aber erst nach der Währungsreform. Ja. Ja. Wann war das mit der Handelsschule? Die Handelsschule, da war eine städtische Schule, zweijährig. Da mussten wir von Adrien Schulden bezahlen. Und haben an die Stadt jeden Monat Schulden bezahlt. Die Handelsschule war hier, wir sind hier in der Friedrichstraße, ne? Hier ganz in der Nähe, in dem Haus für Berufsgestaltung. Dieses schwarze Bruchsteingebäude hier nebenan, da war die Handelsschule. Da war auch die Fachschule für den Lebensmittelhandel war da drin. Das war eigentlich die Hauptsache, diese Fachschule. Ja, das war die Hauptsache, ja. Ja, und so, ja, sehr interessant. Tanzveranstaltungen, gab es so etwas, oder Kino oder sowas, gab es das? Ja, es gab Kino, dann erst ganz wenig. Und, also ich weiß, wir sind dann schon in der Bibel gewesen, die Rose und die Wilmer und ich. Und dann gab es Kirmes gab es da wieder. Ja. Und dann gab es immer zu bestimmten zweiten Weihnachten meine Tanzveranstaltung in Dorf. Da war dann noch mal ein Tag. Und, ja, das waren die Tanzveranstaltungen. Ja. Und jetzt, ich sag mal, gab es da so Vergnügungsmöglichkeiten, Schiffschaukel oder sowas, irgendwas auf der Kirche? Die kamen dann so nach und nach wieder auf. Die Karussells, die Schiffschaukel, die Schießbude. Kettenkarussell. Kettenkarussell. Kettenkarussell, ja. Wurde mir immer übelt. Gut. Schön. Das war eine schöne Zeit. Ja, schön. Da blühte alles so nach und nach wieder auf zum normalen Leben. Immer aufwärts, ne? Ja. So noch ein paar Gedanken zu Wohnen. Zum Beispiel Stichwort
Gab es in jedem Haus eine Toilette oder ein Badezimmer? Oder hatte man diese Toilettenhäuschen draußen gehabt? Kann ich Ihnen noch was von erzählen? Ja, das gab es schon. Ja. Mhm. In Albid gibt es ja heute noch dieses Turbinenhaus, wo Strom erzeugt wird. Mhm. Und in dem Haus ist auch eine Wohnung oben drin. Haben meine Großeltern gewohnt. Und die hatten zu dieser Zeit schon eine Toilette in der Wohnung. Unten, wo die Leute gearbeitet haben, war auch eine Toilette im Raum. Also verhältnismäßig lange her. Und mein Großvater und meine Eltern haben da gewohnt und haben dann in, war ich noch nicht geboren, bin 34 geboren, das muss also 32, 33 gewesen sein, haben die gebaut. Und da ging es darum, in einem neuen Haus eine Toilette zu bauen. Hat mein Großvater gesagt, ob schon er das kannte. So eine Schweinerei will ich nicht im Hause haben. Ja. Das hat mein Vater auch gesagt. So. Ja, das ist so interessant. Also die meisten hatten die Toilette außerhalb des Hauses, ja. Ne? Ja. Also ich sag mal, Plumpsklo in der Art. Also ein kleines Ställchen dabei, da war ein Plumpsklo drin. Mhm. Ja. Und darunter war ein Jauchegrube und die Jauche, die wurde dann, weil die auch Vieh da drin im Stall war, die wurde dann als Dünger aufs Feld gebracht. Mhm. Und wie sah das aus mit Bad? Also gab es einen Badetag in der Woche? Wie war das gewesen? Ein Badezimmer gab es schon, wenn ich da zurückdenke. Also das hatte ich schon. Und da war ein Ofen drin, der also das Wasser erwärmte, der wurde von unten noch mit Holz und mit Briketts gestochen. Ja. Das war also verhältnismäßig modern, aber das mit dem Klo im Haus nicht. Aber das war halt so. Aber Friedhelm, du musst auch sagen, wie viele Häuser im Dorf waren, dass die das überhaupt hatten? Ein Klo im Haus. Ein Klo im Haus und ein Bad. Wenige. Und ein Bad. Das war alles Plumpsklo. Ja. Also ich weiß, dass damals, als die Einquartierung kam, dass sie gesagt haben, die Offiziere, die sind bei Petris und im Pfälzisberg untergebracht, weil da ein Bad im Haus ist. Mhm. Ja, ich sage ja, ein Bad hatten wir schon, aber das mit Klo, das war Plumpsklo. Mhm. Gut. Ja, interessant. Ja, und dann ging es ja weiter. Ne? Sie wurden ja auch älter, 20 Jahre und so. Dann haben Sie ja, wenn Sie möchten davon erzählen, Partner gefunden. Sie haben geheiratet, eventuell Kinder bekommen. Ja, das war natürlich sehr viel später. Das war sehr viel später, ja. Erzähl mal, Friedhelm, ich muss an meine Stimme stören. Ja. Wie das bei dir war. Wovon? Also wenn Sie möchten, wann Sie geheiratet haben, haben Sie dann direkt eine eigene Wohnung gehabt mit Ihrer Frau? Ja, dann haben wir geheiratet, 58. Ja. 58. Und dann sind wir direkt in mein Elternhaus eingezogen. Ja. Das war unten am Goldberg. Wir haben nebeneinander gewohnt. Und das war, da haben Sie nur alleine gewohnt oder haben Sie noch mit Ihren Eltern zusammen? Wir hatten eine Wohnung für uns, aber im selben Haus, im Elternhaus, ja. Und wie war das dann mit Ausbildung bzw. Beruf? Sie haben ja dann auch selber Geld verdient. Ja, wir haben also, wie gesagt, erst die Handelsschule besucht. Das war eine städtische Schule, die musste bezahlt werden. Ich glaube, die kostete 20 DM. Das war viel Geld direkt nach dem Leben. Da ist ja auch nicht so viel verdient worden in der Zeit. Und dann habe ich eine Ausbildung bei der Firma Bösner gemacht, kaufmännische Ausbildung. Mhm. Habe auch da wieder die normale Schule besucht, man war halt einmal monatlich. Und nachher die Kaufmannsgehilfenprüfung gemacht und da habe ich auch bis zu meiner Pensionierung gearbeitet. Ne? Das war eigentlich eine schöne Zeit. Mhm. Und die Firma ist nachher in Konkurs gegangen. Wir haben Schrauben hergestellt, ne? Und haben damit
den Handel beliefert und haben die Automobilindustrie beliefert. Also die, hauptsächlich die deutsche Automobilindustrie. Das war auch interessant, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ja. Gut, ja. So, ein Punkt, Mode. War das ein Thema für Sie? So neue Kleider, Nylonstrümpfe? Ja, ja. Ja, es sind alles, die haben sich Handschuhe angezogen, damit man auch nur keine Fäden zog. Da war eine Bekannte, die liebte davon, Maschen aufzuheben. Ja, Maschen aufzuheben. Als ich die erste Zeit nach Niederbiber die Freierei hatte, dann war die Zeit, ihre Maschen aufzuheben. Und da gab es noch keine Strumpfhosen, ne? Da waren nur Strümpfe. Und wenn dort die Maschen gelaufen waren, dann konnte man die nicht mehr anziehen. Und dann gab es so ganz kleine Nädelchen mit so einem Überwurf dran, damit konnte man die Maschen aufheben. Da wurden die Strümpfe, die wurden hier über so ein, das Glas war ein bisschen größer, über so ein Glas gezogen, da die schön gespannt waren, dann konnte man mit dieser Nadel die Maschen aufheben. Ja, habe ich auch oft gemacht. Mhm. Damit hat man die Strümpfe wieder anziehen können. Und dann hat man, wenn es was Gutes war, neue Strümpfe, und wenn das weniger Gutes war, die geflickten, denn die litten ja im Ganzen. Ja. Mhm. Aber es war war immer noch sparsam. Mhm. Also ich erinnere mich, dass ich mir in Neuwied ein Pullover und eine Jacke und ein Stück gekauft hatte. Da war ein Geschäft Stiele, die hatten ausverkauft. Und da kam eine Freundin, die Selene, die auch im Ort wohnte, und da sagte ich, ich habe da gekauft. Der Mutter wollte für was anderes sparen. Das wird Ärger geben. Ach, sagte ihm, komm, ich gehe mit, haben wir den abgeholt am Bus. Und dann hat er gesagt, sag mal nicht immer, was die Edith gespart hat, sag mal, was sie gekostet hat. Aber so eng war das damals noch alles. Ja, man hatte nicht so viel Geld. Nee, man musste sehr rechnen. Ja. Wenn Sie jetzt so zurückdenken, gab es besondere Ereignisse oder Vorkommnisse, von denen Sie vielleicht noch erzählen möchten, in Ihrem Leben in 60er Jahren, 70er Jahren, Umbrüche vielleicht, 80er Jahre? Das Einkaufen hat sich geändert. Damals gab es ja diese Kolonialwaren, Supermärkte noch nicht. Da war in jedem Dorf war eine Bäckerei. Mit kleinem Laden, wo man mit Mehl und mit Zucker kaufte, nicht im fertigen Paket wie heute aus dem Regal, sondern dann ging man mit der Tasche und dann hatten die Leute im Laden, die hatten spitzen Tüten und dann wurde das Große da reingefüllt. Und dann hieß es noch, wenn du das und das gekauft hast, bring noch für einen Groschen Hefe mit. Die Hefe, das war so ein viereckiger Glotz. Da wurde dann, weiß ich, so und so viel Gramm abgemacht, da war dann für einen Groschen. Da wurde am Sonntag der Kuchen mitgebacken, ne? Der Blechkuchen. Und der Blechkuchen, der war groß, der ging also in den Backofen zu Hause mit rein, der wurde zum Bäcker gebracht, zum Abbacken. Und wenn der Brot gebacken hatte, mit der Restwärme, hat er dann den Kuchen noch gebacken. Mhm. Das war also das damalige Einkaufen. Da ging alles aus der großen Schublade in die spitze Tüte. Mhm. Und heute alles fertig verpackt ist. Und dass man sich über so viel Müll, ne? Vom guten Stoff mal gar nicht zu reden. Mhm. Gut. Ja, in dem Zusammenhang, heute werden zum Beispiel Familienfeste oft ausgelagert. Ja. Man geht in ein Lokal und so. Und wie sah das aus so in dieser Zeit? Wurde das eher privat gefeiert? Wurde es überhaupt gefeiert? Ich kenne das nur, dass es so privat gehalten wurde. Ja. Zu Hause. Jeweils, ne? Zu Hause. Ja, da man mit anderen Partner. Da in ein Lokal ging, das war nicht üblich. Ne? Mhm. Ja, genau. Gut. Ja, Sie blicken auf ein langes Leben zurück. Sehr Dank.
Wenn Sie jetzt überlegen, wie sieht jetzt unsere Gesellschaft aus, beziehungsweise so die Frage, was würden Sie heute der Jugend mit auf den Weg geben? Die Jugend soll sich, ist aber nicht nur die Jugend schuld dran, sind auch wir Alten schuld dran, der Jugend mehr mitzugeben, mehr Tradition mitzugeben von früher und Zusammenhalt mitzugeben, dass also Zusammenhalt in der Schule, Zusammenhalt nach der Schule, in Freundschaften bis hin zu Vereinen. Es gibt ja heute auch in den kleinen Ortschaften gar keine Gesangvereine mehr. Die waren doch zu meiner Kindheit, war das was, in einem Gesangverein zu sein. Ne? Wir hatten einen Kirchenchor. Ein Kirchenchor ist auch ein Gesangverein, ja. Und wenn man 16 war, und solche Sachen, kann man da aufgenommen werden. Das müsste als heute mehr propagiert werden. Mhm. Ich glaube, es ist sogar wieder ein bisschen am Kommen. Mhm. Ich denke immer, Friedhelm, wir haben ja auch so Leute, wenn die nicht von der Dorfgemeinschaft gehalten wurden, dann werden die ins kriminelle abgetrieben. Ja, auch. Die Dorfgemeinschaft, die muss auch mehr gefördert werden. Wie, weiß ich nicht, aber es gibt bestimmt viele Möglichkeiten, die Dorfgemeinschaft mehr zu fördern. Ist auch heute durch die Dorfgemeinschaftshäuser, ist das ja wieder sehr im Kommen. Aber da denke ich mal, das könnte noch mehr propagiert werden. Werden heute so Kaffeeklatschen am Sonntagnachmittag angeboten und ja, das sind noch jüngere Leute, die diese Arbeit tun. Und da denke ich auch, wir als Alte, wir müssen das auch ein bisschen mehr unterstützen. Ich bin auch einer, der Kuchen backert dafür. Spezialität. Ja, ist immer eine schöne Zusammenkunft. Schön. Ja, es kommt jetzt wieder ein bisschen, dass die Leute auf den Zug zogen, die, was ja in den Dörfern inzwischen die meisten sind. Schön. Ja, es ist ganz toll. Also wir danken Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Erzählungen und Einblicke. Wir haben noch eine... Ach, da war Ingrid, gell? Wir haben noch eine schöne Erinnerung. Die Wasserversorgung, die war ja in unserer Jugend nicht immer so gewährleistet. Aber wir hatten in Altwied ja diese Tallage, sodass wir rundum auch einige Wasserquellen hatten. Siehchen. Und eine dieser Wasserquellen für die Wasserleitung war Kreuzkirch. Das war aber kein gutes Wasser, da haben die Leute immer den Schaum vermisst. Das Wasser war alarmhaltig, da ist früher Alarm gegraben worden. So, dann hat man eine neue Quelle gefunden, auf der gegenüberliegenden Seite, Richtung Monropol, im Seelchen hieß das Gebiet, und hat da gutes Wasser gefunden. Dann hat man das Wasser in der Quelle gefasst und hat dann durch das Dorf geleitet und als Überlauf den Behälter Kreuzkirch genommen und hat damit erreicht, dass gutes Wasser im ganzen Dorf war, der Überlauf in den Hochbehälter Kreuzkirch ohne Pumpe fließen konnte und hatte damit wieder Vorrat zum erhöhten Verbrauch. Mhm. Nehmen Sie das mal heute, ohne Pumpe wird das in den Hochbehälter gedrückt. Ja. War doch interessant. Ja. Auch von der Vermessung her damals schon. Ne? Mhm. Toll, schön. Mhm. Ja, und das ist sehr wichtig, Wasserversorgung. Ja, genau. Schön. Vielen lieben Dank nochmal für Ihre Zeit und für Ihre, finde ich, schönen, berührenden Geschichten. Ja, wir wünschen Ihnen alles Gute. Danke. Und noch sehr viele schöne Momente. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja.